Hallo und herzlich willkommen bei Paint Supply. Du warst die ersten Male Paintball spielen und bist jetzt auf der Suche nach einem schönen Markierer-Set in Woodland-Optik? Dann haben wir hier genau das richtige Sparpaket für dich. Wir haben auf Basis der Tippmann Chronos mal ein Sparpaket zusammengesetzt, was euch so um die 200 Euro kostet. Ja, die Tippmann Chronos. Wie man sieht, schöne Woodland-Optik. Das Ganze in einem Kleid von einem Blowback-Markierer. Was heißt das? Ihr findet hier hinten den Vorspannhebel. Wenn ihr den einmal ihm die sogenannte Vorspannung gibt und ihr dann hinterher die HP-Flasche angeschlossen habt, repetiert der Markierer automatisch, sodass ihr immer feuerbereit seid. Ansonsten hatten wir ja schon angesprochen, schöne Optik. Der Markierer kommt mit einem 10 Zoll Lauf daher, der sich hier unter dem Shroud verbirgt. Kann man natürlich auch einen längeren Lauf als Tuning dran setzen, was dann natürlich auch das Schussbild verändert. Ansonsten haben wir hier noch schöne Rails, ein Carry Handle, hinten eine ausziehbare Schulterstütze, also letztendlich alles das, was wir bei einem Woodland Markierer haben wollen. Zweiter Teil in diesem Einsteiger-Sparpaket ist der sogenannte Schüttelhopper. Schüttelhopper, warum? Wenn wir hier hinten reingucken, wie man sieht, sieht man gar nichts. Wenn da nachher die Paintballs drin sind, ist rein schlichtweg die Schwerkraft dafür verantwortlich, dass die Bälle hier unten ins Feedneck reinrollen. Und wenn sich hier oben oder hier unten in der Kurve mal irgendwas verhakt, dann muss man eben schütteln. Und deswegen heißt das Ding Schüttelhopper. Ja, was brauchen wir noch? Wir brauchen die Luft unbedingt. Da haben wir euch die Standard 0,8 Liter 200 Bar Aluminiumflasche mit eingerechnet. Das ist so im Prinzip die Einstiegsflasche im Paintball-Bereich. Mit diesem System und der Luft kriegt ihr etwa so 500 bis 600 Bälle aus dem Markierer raus. Ich schraube das Ganze gerade mal an, damit ihr seht, wie es aussieht. So, das wäre im Prinzip das ganze Markierer-Set. Um das Ganze dann letztendlich abzuschließen, brauchen wir natürlich noch eine Maske. Da haben wir die Tippmann Veiler mit eingerechnet, die Einstiegsmaske von Tippmann. Die hat ein sehr schön großes Sichtfeld, was mit 260 Grad auch den großen Masken quasi das Wasser reichen kann. Die Maske lässt sich sehr schön hier hinten ganz einfach diese beiden gelben Laschen rausziehen. Dann lässt sich das Maskenglas sehr, sehr einfach wechseln, genauso wie der Strap, die beide über das gleiche System gesichert sind. Der Rahmen ist relativ hart, ist aber bei Einstiegsmasken üblich. Da heißt es, jeder Treffer ist auch wirklich ein Platzer. Allerdings ist der Rahmen doch relativ überdurchschnittlich gut belüftet, was eine gute Luftzirkulation bedingt und mit dem einfachen Thermalglas, was hier drin ist, dann auch dafür sorgt, dass ihr immer gut was seht. Innen drin hat man einen relativ festen, aber doch sehr gemütlichen Gummischaumstoff und unten dran natürlich wie bei jeder Tippmann-Maske oder eigentlich bei jeder Paintball-Maske den Sicherheitsriemen, damit euch die Maske nicht nach oben rutscht. Ja, das wäre der gesamte Paketumfang. Mir bleibt nur noch euch viel Spaß zu wünschen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!